Ein schönes Weihnachtsgeschenk gab es für die Speyerer bereits am Donnerstag. Das Regierungspräsidium in Karlsruhe verkündete, dass die Sanierung der Salierbrücke wohl ein Jahr länger dauern werde als erwartet. Am Samstag, den 30.11., war dann die schon von Matthias Schalk, Geschäftsführer des Piaggio Point in Speyer, angekündigte Demo. Ja, also wir sind jetzt erstmal riesig enttäuscht, weil das genau das stattfindet, was wir befürchtet haben. Das heißt also, wir haben jetzt eine längere Bauzeit, wir haben eine höhere Baukosten, ja. Das war genau das, was zu ersehen war, obwohl am 26.08. uns noch versprochen wurde, alles ist in besserer Ordnung. Nach 3 Monaten stimmt es halt jetzt doch nicht mehr.